Gut, ja, danke für die Einleitung. Herzlich willkommen. Bis 12.25 Uhr habe ich Zeit. Das heißt, das sind jetzt so 40, 45 Minuten. Bei meinem letzten Vortrag am Freitag habe ich 1 Stunde 15 gebraucht. Das heißt, ich werde auf das eine oder andere verzichten und mich wirklich auf das beschränken, was so die Praxis von dem System Center Virtual Machine Manager ausmacht. Das heißt, wir werden uns anschauen, warum braucht man diesen SCVMM überhaupt oder VMM abgekürzt. Welche Funktionen hat das Teil, eventuell welche Neuerungen sich in System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 ergeben haben, Systemanforderungen, obwohl die mehr so vom Blatt der Theorie sind. In der Praxis sieht es meist anders aus. Wir werden uns mit dem Thematik Fabric Management beschäftigen, also wie kann ich meinem SCVMM zum Leben erwecken, wie kann ich die ganzen Komponenten, die ich brauche, um eine System Center Infrastruktur zu verwalten, entsprechend einzurichten. Ich zeige euch ein bisschen was zum Thema Netzwerkmanagement, wie kann ich zentral über den SCVMM virtuelle Netzwerke, virtuelle Switche konfigurieren und die automatisiert auf alle meine Hyper-V-Hosts bringen, wenn man das denn machen möchte und Zugriff hat auf ein Out-of-Band-Management, falls mal was nicht klappt. Dann gucken wir uns das Thema Storage-Management an, also wie kann ich eventuell unterschiedliche SAN-Anbieter mit Fiber-Channel-Storage, iSCSI-Storage in den SCVMM integrieren, um auf Basis dieser Komponenten virtuelle Maschinen über den SCVMM zu deployen. Weiteres Thema wäre die Resource-Optimierung. Wie kann ich virtuelle Maschinen automatisiert zwischen unterschiedlichen Hyper-V-Hosts durch die Gegend schieben? Wie kann ich eventuell auch Energie sparen, wenn ein Hyper-V-Host nicht benötigt wird für den Betrieb der virtuellen Maschinen? Und ich wollte es eigentlich nicht namentlich erwähnen, aber die einleitende Folie hat es auch schon gezeigt. Wir gucken uns das Cloud-Management an. Wie kann man eine Private Cloud mit System Center Virtual Machine Manager bauen? Dauert laut Vortrag am Freitag ungefähr 17 Sekunden. Eine private Cloud zu bauen. Und dann schauen wir uns an, wie man auf diese private Cloud zugreifen kann. Zugriff auf die private Cloud geht mit dem System Center App Controller, so ein webbasiertes Interface, mit dem ich den Usern oder auch Administratoren die Möglichkeit geben kann, auf virtuelle Maschinen zuzugreifen, sich selbst virtuelle Maschinen zu erstellen und ähnliches. Das wäre die Agenda geplant. Wer ich bin, könnt ihr nachlesen in der Folie, die ihr kriegt. Eine Demo-Umgebung habe ich auch mitgebracht, habe ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt draußen vorm Eingang, um das Ganze lauffähig zu machen. Das heißt, wir haben hier auf dem Hauptnotebook so diverse virtuelle Maschinen für den App-Controller, einen SQL-Server, den System Center Virtual Machine Manager, einen Operations Manager und dieses super High-End-Notebook von Dell. Wollte ich wegschmeißen, aber habe es weiterhin als Hyper-V-Server verwendet. Ist jetzt quasi der Hyper-V-Server, mit dem wir die System Center Virtual Machine Manager-Funktionalitäten mal praktisch auf dem System demonstrieren können. Wenn es das Internet hergibt, haben wir auch noch einen TMG-Server. Auch den gibt es noch, ne? Forefront. Deswegen bin ich ja jetzt nicht mehr Forefront. Gibt es weiterhin das Produkt und ich hoffe, es bleibt auch noch ein paar Jahre am Leben. Momentan erfüllt es mir noch gute Dienste. Das heißt, der TMG-Server stellt meinen ganzen virtuellen Maschinen Internet zur Verfügung, wenn denn das WLAN mitspielt. Das werden wir aber gleich rausfinden, ob das geht oder nicht, ne? Weil Cloud ohne Internet ist zumindest für eine Public Cloud relativ schwer zu demonstrieren. Gut. Ja, wer kennt SCVMM noch nicht? Von euch? Cool, jeder kennt den. Okay, wer kennt SCVMM 2012 R2 noch nicht? Ah, okay, das heißt, einige nutzen ihn schon. Perfekt. Gut, dann können wir uns ja, wenn jeder ihn schon kennt, relativ schnell über diese Folie hier hinwegstürzen. Lösung zur Verwaltung eines virtualisierten Rechenzentrums. Viele physikalische Server, die früher im Rechenzentrum dümpelten, werden jetzt virtuell betrieben auf Hyper-V. Wir haben eine theoretische Multi-Hypervisor-Verwaltung. Also ihr könnt mit dem SCVMM primär Hyper-V-Umgebungen, aber auch VMware-Umgebungen, die über einen VMware ESX und vCenter-Server gemanagt werden, in den SCVMM integrieren. Wir haben die Möglichkeit, wie eingangs schon erwähnt, standardmäßig so ein Fabric- und Storage-Management zu konfigurieren. Das heißt, die SAN-Anbieter, die ihr im Einsatz habt, EMC, NetApp und ähnliches mit in den SCVMM zu integrieren, um basierend auf den Loons, die durch das Storage bereitgestellt werden, entsprechende virtuelle Maschinen zu deployen. Den wollte ich streichen, den Satz. Verwalten von virtuellen Maschinen geht auch. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten so nutzen für die SCVMM-Verwaltung. Das heißt generell die Möglichkeit, virtuelle Maschinen zu starten, zu stoppen, virtuelle Maschinen per Live-Migration oder per Live-Storage-Migration auf unterschiedliche Hosts bzw. unterschiedliche Storage zu verschieben, basierend auf Vorlagen, sogenannten Templates, neue virtuelle Maschinen zu deployen, aus einer Bibliothek, die der SCVMM zur Verfügung stellt, halt ISO-Images für die Bereitstellung von virtuellen Maschinen zu verwenden.
Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, Update und Compliance Management. Wer nutzt das? Wer nutzt seinen SCVMM-Server, um seine Hyper-V-Server, die Bibliothekserver mit Windows-Update zu versehen? Nutzt keiner, okay. Nutzt jemand Cluster-Aware-Updating, um die Cluster-Nodes in einem Hyper-V-Failover-Cluster zu bedienen? Getestet. Wie bitte? Nur getestet. Okay, das heißt klassische Weg, Vesos oder irgendwelche Third-Party-Tools, die das tun können. Also SCVMM kann es auch, man muss sich entscheiden, ob man das über den SCVMM oder über andere Komponenten macht. Dann gibt es eine optionale Integration in SCOM, in den System Center Operations Manager. Da gibt es eine sogenannte Pro-Integration, die noch ein paar mehr Möglichkeiten bietet, bei einer Überlast einer virtuellen Maschine dem SCVMM mitzuteilen, dass ein bestimmter Status erreicht ist, um dann manuell oder automatisiert entsprechend virtuelle Maschinen zu migrieren oder zu verschieben. Resource Optimization wird abgekürzt in die Dynamic Optimization und Power Optimization. Dynamic Optimization heißt, verschieb mir meine virtuellen Maschinen von einem Host auf den anderen in einem Failover-Cluster, tu das automatisiert oder gib mir nur den Tipp, es zu tun. Und Power Optimization ist das, was die meisten wahrscheinlich nicht nutzen, zumindest meiner Erfahrung nach, ist es, wenn ihr 6, 7, 8 Hyper-V-Server in einem Cluster habt und der Cluster stellt fest, es reichen auch 5 Hyper-V-Server für die Workloads aus, die die virtuellen Maschinen betreiben, wird einen Hyper-V-Host runtergefahren. Nutzt das jemand? Power Optimization? Green IT? Okay, Strom ist immer da, ne? Im Rechenzentrum spielt es auch keine Rolle, was es kostet, also nutzen wir keine Dynamic Optimization oder Power Optimization. Bare Metal Provisioning habe ich mich selbst aktiv noch nicht mit beschäftigt, ist die Möglichkeit halt Hyper-V-Server oder Scale-Out-File-Server-Cluster basierend auf Templates über den SCVMM per Bare Metal Provisioning zu erstellen, also PXE-Boot und dann die Maschine entsprechend zu installieren. Also für die Kunden oder für die Firmen, die täglich 10 neue Hyper-V-Hosts brauchen, ist es wahrscheinlich besser, das zu automatisieren, als per Hand das Ganze zu installieren oder zu skripten per PowerShell oder ähnliches. Gut, das wäre der Punkt im SCVMM, wann das an Funktionen hat. Die Neuerungen SCVMM 2012R2, einige kennen den schon, einige kennen die noch nicht. Hab mal so ein paar der für mich wichtigsten Funktionen zusammengefasst, ist einmal ganz wichtig die Unterstützung von Windows Server 2012 R2 als Host und Gast. Es gibt eine Möglichkeit, hier eine Funktion zu integrieren, die EPAM-Integration. EPAM ist eine Möglichkeit, im Windows Server 2012 zentral alle DHCP-Server, DNS-Server unter einer einheitlichen Oberfläche zu verwalten und über eine Schnittstelle, über einen Provider kann man EPAM auch in den SCVMM integrieren. Das heißt, die ganzen IP-Adressen, IP-Adressbereiche, die man eventuell den virtuellen Maschinen zur Verfügung stellen kann und will, können mit der EPAM-Integration dann auch in das Monitoring vom EPAM durchgereicht werden. Und da gibt es auch in Verbindung mit DHCP ein paar neckische Sachen, dass man sogenannte DHCP-Policies erstellen kann. Das heißt, basierend auf bestimmten MAC-Adressen bekommt eine virtuelle Maschine unterschiedliche DHCP-Bereichsoptionen. Das sind so Funktionalitäten, die das Zusammenspiel der ganzen Technik zwischen System Center und Windows Server 2012 R2 erleichtern. Es gibt Virtual Fiber Channel Support jetzt im SCVMM für virtuelle Maschinen. Wir haben eine DDoP-Unterstützung für SMB und Cluster Shared Volumes. ODX Support, wenn das SAN des Herstellers es entsprechend mit hergibt. Generation 2 VM, schon mal gesehen, gehört. Generation 2 VMs kann ich jetzt auch über den SCVMM erstellen, wenn der Hyper-V-Host dahinter die entsprechende Version hat. Es gibt Shared VRDX Support, um ein Gastclustering innerhalb von virtuellen Maschinen zu erlauben. Live-Cloning und die Möglichkeit, VRDX-Dateien, also die neuen VRDX-Dateien im laufenden Betrieb zu resizen. Ja, ein bisschen was im Bereich Berechtigungsdelegation und wer das machen möchte, wer kennt es, wer das schon mal gesehen, Azure Site Recovery Integration. Schon mal gehört? Kennt jemand Hyper-V-Replika? Nutzt jemand Hyper-V-Replika? Gut, Hyper-V-Replika, eine virtuelle Maschine wird von einem Hyper-V-Host, fast hätte ich VMware-Host gesagt, von einem Hyper-V-Host auf den anderen repliziert. Azure Site Recovery ermöglicht erstmal so eine Orchestrierung in der Cloud, das heißt, ich habe ein grafisches Web-Frontend, mit der ich das Hyper-V-Replika zwischen meinen unterschiedlichen Hyper-V-Hosts steuere und seit einiger Zeit in der Beta-Version und das wird aus meiner Sicht ein bisschen Zukunft sein, wenn das Preismodell und das Netzwerk stimmt, bietet dieser Azure Site Recovery die Möglichkeit, eine virtuelle Maschine, die on-premise läuft, in die Cloud von Microsoft zu replizieren. Und falls dann mal der Hyper-V-Server ausfällt, starte ich einfach ein geplantes Failover auf meinem Microsoft Azure Storage Account und die virtuelle Maschine wird da gestartet. Und wenn dann ein Side-to-Side-VPN, was man ja einrichten kann zwischen on-premise und
Microsoft Azure vorhanden ist, kann die Maschine dann, wenn die Netzwerkverbindung es hergibt, da ganz normal betrieben werden. Das sind so die Funktionalitäten, die hier neu mit drin sind. Das ist gut, dass hier alle schon SCVMM kennt, da können wir diese Liste hier ergänzen. Meiner Meinung nach fehlt so einiges noch im System Center Virtual Machine Manager. Beim letzten Vortrag kannte keiner SCVMM, da habe ich die einfach mal weggelassen, die Folie. Da ihr alle schon SCVMM kennt, könnt ihr sagen, ob da noch mehr fehlt, würde ich dann am Ende des Vortrags die Liste nochmal erweitern. Erster Punkt, Hyper-V-Replika-Konfiguration geht nicht ohne Azure Site Recovery. Verstehe ich nicht, warum, ne? Aber es ist derzeit der Fall. So, man kann zwar sehen, dass was repliziert wird, wenn man sich in der Host-Ansicht die entsprechende Spalte einblendet, aber es kann man nicht einrichten. P2V-Funktionalitäten fehlen. SCVMM 2012 konnte es noch, 2012 R2 geht nicht mehr. Soll jetzt mit dem Microsoft Virtual Machine Converter Tool 3.0 kommen, was angekündigt wurde für Herbst diesen Jahres. Wäre auch schön, wenn es im SCVMM drin wäre. Microsofts Aussage ist, nimmt doch einfach noch ein SCVMM 2012 daneben. Kann man machen, ne? Gut. Verbesserte Aktualisierungsinformationen zur Statusanzeige. Ich migriere eine virtuelle Maschine von einem Host auf den anderen, gehe im SCVMM und denke, sie ist immer noch da. Ich klicke rechts, klicke auf Aktualisieren, virtuelle Maschinen aktualisieren, F5, schließe die Konsole, öffne sie wieder, drücke nochmal F5, dann ist es da. Könnte man verbessern, finde ich. Vielleicht habt ihr Ideen, wie man es sogar schon verbessern kann. Installation der Integrationskomponenten bei laufender VM. Ja, geht auf dem Hyper-V-Manager, aber nicht im System Center Virtual Machine Manager. Habt ihr schon mal eine virtuelle Maschine mit VMM erstellt und dann im Failover-Cluster nachgeguckt, wie die dann heißt? Die heißt dann irgendwie SCVMM Resources, ne? Die Konfiguration der virtuellen Maschine, die virtuelle Maschine an sich heißt anders, die Festplatte heißt mit etwas Pech auch anders, als man es gerne hätte. Da wären so Punkte, die ich mir wünsche, das zu verbessern. Und Verbesserung der Übersicht wäre mir noch mehr wünschenswert. Ne? So die Ribbon-Bar, ne? Oben habe ich das, im Fabric-Management habe ich das. Wenn ich die Netzwerke sehen will, gehe ich auf VMs. Wenn ich Netzwerke selbst sehen will, gehe ich aufs Fabric Management. Das sind Punkte, die sich noch verbessern können. Gibt es noch was, so auf die Schnelle, was euch einfällt? Können wir eine Mail an Microsoft schicken und sagen, hier macht mal bitte besser in der nächsten Version. Das machen die auch. Gut, keiner. Perfekt. Also nicht perfekt, aber gut. Systemanforderungen erspare ich mir, ist eigentlich nur mehr für die Folie. Aufgrund der Zeit brauchen wir uns da eigentlich mal nicht näher drüber zu unterhalten. Man braucht halt ein Stück Hardware oder ein Stück Software. Da stellt sich die Frage, virtualisiere ich meinen SCVMM oder mache ich ihn auf Physik? Das ist jetzt eine Frage des Designs, der Implementierung. Will ich mit dem VMM, der virtuell läuft, meinen Cluster verwalten, auf dem er läuft? Kann man tun. Will ich es überhaupt virtuell betreiben, könnte man sich auch einen dedizierten Hyper-V-Host hinstellen, auf dem halt der SCVMM läuft, oder man macht es auf Physik. Was da jetzt schlussendlich gut, schlecht ist, ist euch überlassen, beziehungsweise dem Henne-und-Ei-Problem überlassen. Wenn mein Cluster nicht mehr läuft, kann ich auch mit SCVMM nicht meinen Cluster verwalten und meine virtuellen Maschinen. Also Multi-Cluster-Management dann haben oder eine dedizierte Hyper-V-Maschine, wo halt der SCVMM und vielleicht auch die SQL-Database, die wir brauchen, entsprechend drauf läuft. Gut, ja, der Server selbst muss Windows Server 2012 oder R2 haben, Standard Data Center, wir brauchen einen Datenbankserver. SQL 2014 ist offiziell nicht supported, funktioniert aber technisch zumindest, taucht er noch nicht in der Liste der unterstützten SQL-Server auf. Die Konsole kann auf Windows 7, Windows 8, 8.1 installiert werden und natürlich auch auf einem Server. Fürs Bare-Metal-Provisioning, wer es braucht, braucht einen RIS-Server. Ne, RIS heißt der nicht, man heißt jetzt WDS. Windows Deployment Server, der so ein PXE-Boot macht und dann die entsprechenden Images dafür bootet. Für dieses Update-Management brauche ich einen VESO-Server, 3.0 SP2 64-Bit und für die erweiterten Überwachungs- und Monitoring-Funktionen, wenn einem die eingebauten Funktionalitäten von SCVMM nicht ausreichen, brauche ich noch einen System Center Operations Manager 2012 oder 2012 R2. Habt ihr ja sowieso alles, ne? Wer SCVMM hat, hat auch komplett die Suite und muss halt noch ein bisschen was lizenzieren und dann machen wir komplett alles. Ne? Gut. Architektur, selbst nochmal, ich habe keine aktuellere Folie gefunden, deswegen habe ich hier mit meinen grafischen Fähigkeiten, habe ich hier dieses Self-Service-Portal mal weggemalt. Ne? Bis einschließlich SCVMM 2012 gab es noch ein Self-Service-Portal, eine Web-Oberfläche, wo User dann quasi sich selbst Maschinen provisionieren konnten, beziehungsweise fertige Maschinen, die der Administrator zur Verfügung gestellt hat, verwalten können. Das ist jetzt alles in den System Center App Controller gewandert, kann man hier ganz toll sehen, in dem Rot hinten wahrscheinlich, ne? Wenn ihr geht mit Rot. Kann man noch sehen? Okay, ich sehe es von hier nicht, aber es ist die Rotschwäche. Gut, dann haben wir PowerShell, ganz viel PowerShell,
Kommunikation, wir haben den Virtual Management Server, der braucht eine SQL Server Database, wir haben den VMM Connector zum System Center Operations Manager und hier drunter laufen meine ganzen Komponenten wie der WDS, der Vesus, der Library Server, die ESX Hosts oder die Hyper-V Hosts oder theoretisch auch die Xen Server Hosts. Gut. Ja, Fabric Management haben wir uns angeschaut, Multi-Hypervisor Management, PXE Server, Bibliothek Server, System Center Konsole, das ist Microsoft Update Management, Netzwerk Integration. Das sind so die Fabric Komponenten. Das heißt, wenn wir so ein SCVMM installiert haben, ich habe einen schon installiert, der Titel lautete ja, wir installieren auch was, aus Zeitgründen kann ich nicht installieren, aber wir können uns anschauen, was danach alles erfolgen muss. Wir haben den SCVMM installiert, er hat hoffentlich auch eine Verbindung zu seinem SQL Server, der lokal oder remote liegt, Lizenz Geraffel mal dahingestellt. Danach muss ich als erstes idealerweise was tun? Ich brauche Agents. Das heißt, es wird ein SCVMM-Agent auf den Maschinen ausgerollt. Das heißt, wir gehen zu unserem SCVMM-Server, der hier hoffentlich immer noch lebt. Können uns als erstes Hostgruppen bauen. Hostgruppen sind logische Gruppierungen, Container, wo ich gleichartige Hyper-V-Server, Xen-Server oder VMware-Server integriere. Hier habe ich drei Hostgruppen angelegt. Es gibt eine Hostgruppe Contoso, da liegt mein Cluster, der zu Hause ist. Müsste jetzt meine Mama anrufen, dass sie den einschaltet, dann könnte ich auch remote darauf zugreifen. Ich habe zu Hause noch einen VMware-Cluster mit ESX-Servern. Der läuft auch, wenn er eingeschaltet werden würde. Und was hier live vor Ort ist, ist mein eigentliches Netzwerk-Virtualisierungs-Gateway, dessen Funktion ich momentan deaktiviert habe. Hier läuft mein Windows-Server 2012 R2HV3. Das ist der hier. Dass der noch nicht R2 heißt, liegt daran, dass der mal abgedatet und gepimpt wurde, ne, und ich noch nicht den Namen geändert habe. Dass der hier überhaupt was mitteilt, liegt daran, dass der SCVMM-Agent auf das System gebracht wurde. Da ja der alle schon SCVMM-Einsatz hat, brauchen wir uns das, denke ich, mir auch nicht näher anschauen an der Stelle. Das war so der erste Punkt, Hostgruppen, Agents ausrollen. Der nächste Punkt, was man in der Regel machen sollte, wäre Benutzerrollen zu konfigurieren. Gibt hier so sprechende Namen, kommt von Freitag, glaube ich, ne? Eben mal schnell eine Benutzerrolle erstellt, die so heißt. Das heißt, hier konfiguriere ich, wer darf überhaupt etwas tun. Wer ist SCVM Administrator, wer ist Fabric Administrator, wer ist Safe Service Portal User. Das kann ich hier alles vorkonfigurieren, indem ich hier sage, erstell mir eine Benutzerrolle. Den nennen wir ZIM und dann kann ich festlegen, was darf derjenige. Wähle dann meine hoffentlich vorhandenen Active Directory Gruppen und Benutzer aus und die haben dann schlussendlich das Recht, diese Tätigkeiten da durchzuführen. Oder was wir uns nachher noch ganz schnell anschauen, Anwendungsadministrator, der Self-Service-Benutzer, der per Cloud, sprich per System Center App Controller, dann virtuelle Maschinen deployen darf anhand von Limits, die ich vorkonfiguriere. Dann baue ich Ausführungskonten. Da habe ich eins gebaut, das heißt SCVMM-Chef. Das ist nicht korrekt, was ich da gemacht habe. Der läuft mit welchem User-Account? Mit dem Administrator-Account. Habe ich es mir einfach gemacht. Ne? Self-Service-Accounts sind gefährlich. Sie automatisieren Prozesse. Alles, was ich im SCVMM ausführe, mal eben einen neuen Host hinzufügen, da brauche ich ein Ausführungskonto oder ein manuelles Konto für. Ich habe es mir einfach gemacht und habe wie bei vielen Vorträgen einfach den eingebauten Administrator-Account genommen, der Domain-Administrator-Schema-Admin und Org-Admin ist. Da ich das Kennwort da einmal hinterlegt habe, wird zwar verschlüsselt in der SQL-Datenbank gespeichert, hat der aber ziemlich viele Berechtigungen. Das heißt, wenn ihr sowas einrichtet, falls ihr es auch so gemacht habt wie ich, ist es eigentlich falsch, sollte man idealerweise Benutzer-Accounts schaffen, die nur die dedizierten Berechtigungen haben, die ich brauche, um auf dem Hyper-V-Host irgendwas durchzuführen. Hier darf der leider relativ viel, aber es funktioniert immer. Ist eine Demo-Umgebung. Gut, für mich zu Hause ist es produktiv, aber hier ist eine Demo-Umgebung. Gut, das wären so die ersten Punkte. Benutzerrolle, Ausführungskonto, Hostgruppe, die entsprechenden Agents mit installieren. Dann kann man, muss man aber nicht unbedingt zwingend dieses Fabric Management mit Leben füllen. Fabric Management würde jetzt heißen, geht die Auflösung überhaupt so? Ich sehe das etwas. Gut. Hier baue ich mir meine Bibliotheksserver. Bibliotheksserver sind diejenigen, die meine ISO-Files, meine Libraries für Erstellen von virtuellen Maschinen zur Verfügung stellen. In so einem Bibliotheksserver speichere ich ein Template für eine virtuelle Maschine. Da lege ich meine fertige, gesysprepte Maschine ab. Da lege ich zum Beispiel meine ISO-Files ab. Die tauchen dann alle hier in der Bibliothek auf. Ich habe zwei Bibliotheksserver hier eingerichtet und auf dem
Hyper-V-Server selbst sicherlich nicht ideal, der ist auch als Bibliotheksserver konfiguriert, da liegen ein paar ISO-Files. Diese ISO-Files, die da jetzt auftauchen, kann ich als Basis nehmen für die Erstellung von virtuellen Maschinen. Da kann auch noch mehr liegen. Ihr könnt da auch noch Dateien ablegen, ihr könnt Skripte ablegen, virtuelle Maschinen können abgelegt werden, Templates können abgelegt werden und ähnliche Dinge. Sowas mache ich alles einmalig hier bei der Bibliotheksserver-Konfiguration. Hier würde ich meine PXE-Server hinterlegen für den WDS, also sprich fürs Bare Metal Deployment. Ich hinterlege meine Update-Server für das Patch-Management über den SCVMM, wenn ich das gerne haben möchte. Meine vCenter-Server und meine VMM-Server und ein paar weitere Punkte, da kommen wir später noch drauf in den Folien. Hier würde ich dann meine ganzen Netzwerke konfigurieren, die ich auf meine Hyper-V-Hosts entsprechend anwenden will. Da konfiguriere ich sowas wie MAC-Adress-Pools und ähnliches. Und in einem weiteren Bereich kann ich später noch mit Speicher konfigurieren und SAN anbinden, Klassifizierungen erstellen und ähnliches. Das wäre der Bereich des Fabric-Managements. Das heißt PXE-Server, Bibliothek-Server, VSO-Server, alles was man braucht, alles was ihr meint zu benötigen. Das wäre aus meiner Sicht die erste logische Tätigkeit nach der Installation von SCVMM und der Grundkonfiguration an der Stelle. Thema Netzwerk kommen wir gleich nochmal drauf, das ist ein separater Punkt da an der Stelle. Ihr müsst nicht, ich habe es Hausfrauennetzwerk genannt. Ihr könnt Hausfrauennetzwerke konfigurieren. Hausfrauennetzwerke konfigurieren heißt, ihr nutzt einfach nur die virtuellen Switche, die der Hyper-V zur Verfügung stellt. Wir sind jetzt hier auf dem High-End-Notebook, was als Hyper-V-Server fungiert ist. Dort laufen diverse virtuelle Maschinen. Und hier gibt es einen virtuellen Switch-Manager. Hier habe ich mir meine virtuellen Switche gebaut, die halt den virtuellen Maschinen keine Internet-Konnektivität oder Internet-Konnektivität zur Verfügung stellen, internal, external, private. Die Netzwerke, die ich hier baue, beziehungsweise die Switche, die ich hier baue, tauchen auch in der SCVMM-Konsole auf. Und zwar im Bereich der VMs und Dienste und hier gibt es die VM-Netzwerke. Hier tauchen meine Netzwerke auf, die ich konfiguriert habe, plus noch ein paar Spielnetzwerke, die ich installiert bzw. eingerichtet habe für dieses Virtualisierungs-Gateway. Das wäre der grundlegende Bereich. Das heißt, der SCVM übernimmt erstmal die VM-Netzwerke, die ihr auf den Hyper-V-Servern habt. Wenn ihr mehr machen wollt, also eine Automatisierung der Prozesse, eine automatisierte Konfiguration von Netzwerken und die automatisierte Anwendung der Netzwerke auf die Hyper-V-Host, dann brauche ich ein bisschen mehr. Und das bisschen mehr heißt, ich muss mich mit solchen Themen wie MAC-Adress-Pools beschäftigen. Jeder Hyper-V-Server stellt MAC-Adress-Pools für die Erstellung von neuen virtuellen Maschinen zur Verfügung, sowas wie ein DHCP für MAC-Adressen. Ihr könnt IP-Adress-Pools konfigurieren, das heißt virtuelle Maschinen, die deployed werden und auf DHCP gestellt sind, kriegen eine IP-Adresse vom DHCP-Server, können aber auch aus dem IP-Adress-Pool, den der SCVMM zur Verfügung stellt, was bekommen. Wir müssen logische Netzwerke konfigurieren, Netzwerkstandorte. Netzwerkstandorte sind zum Beispiel VLAN-basierte Netzwerke, VLAN DMZ1, VLAN DMZ2 und ähnliches. Und wir konfigurieren weiter noch sogenannte Port-Profile und Port-Klassifizierung. Port-Klassifizierung sind reine Bezeichner für die Funktionalitäten von einzelnen Ports, damit der Administrator weiß, um welchen Port es sich handelt. Also nur eine klassische optische Bezeichnung. Wohingegen Port-Profile wirkliche Profile sind, die auf den Hyper-V-Servern, auf den Switchen angewendet werden. Da definiere ich unter anderem solche Funktionalitäten wie, können wir hier mal reinschauen in die Erweiterungen der virtuellen Maschine, ob SIOV unterstützt wird, ob ich eine WLAN-ID für so einen Switch einrichten will, ob ich in den virtuellen Maschinen selbst, wenn wir hier reinschauen in die Netzwerkkonfiguration, ob ich sowas wie einen DHCP-Guard einrichten will. Ja, habe ich einen Server mit einer virtuellen Maschine, wo ein DHCP-Server draufläuft und ich aktiviere den DHCP-Guard, reagiert die virtuelle Maschine nicht auf einen DHCP-Discover von einem Client. Damit kann ich schützen, dass eine virtuelle Maschine nicht aus Versehen mal eben die DHCP-Server spielt, so wie das schon mal passiert ist beim Kunden. Ne? Den Domain-Controller gestartet, um was auszuprobieren und nach einer Stunde merkte man so die Administratoren so, oh, irgendwas funktioniert hier nicht. Ne? Der kriegt ein Gateway, das haben wir gar nicht. Und dann dachte ich so, okay, sagst du das jetzt, dass du das warst oder sagst du es nicht? Was ich gesagt habe, könnt ihr euch selbst überlegen, ich gebe es nicht die Antwort. Gäbe es damals schon einen DHCP-Guard, wäre das toll. Ne? Oder einen Router-Guard kann man konfigurieren. Ich kann Port Mirroring konfigurieren und ein paar andere Konfigurationen. Das mache ich alles hier im SCVMM mit Hilfe dieser Port-Klassifizierung. Schauen wir uns das mal an, wie das grundsätzlich läuft. Relativ komplexes Thema, aber ich habe da was vorbereitet, sodass ich mich A nicht verdaddeln kann und B die Zeit nicht komplett
übernutzt wird. Wir gehen hier in das Fabric Management, hier unterhalb der Netz. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Ist mein Firmenwagen, steht draußen, also Hälfte der Strecke habe ich ihn geschoben, weil ich überall rüber kam. Das heißt, dann nochmal 1680. Dann müssen wir hier allerdings nochmal raus. Windows-Updates, mein TMG-Server funktioniert. Ist auch nicht viel besser, oder? Ein bisschen besser? Ich kann sonst noch einen runter? Was sagen die anderen? Noch haben wir noch. Hallo? Hier vorne kann man alles lesen. Okay, ja, bei mir geht's auch. Gut, also geht. Sonst noch einen nach vorne rücken vielleicht für die letzten Minuten. Das hat er mich völlig aus dem Konzept gebracht. Wir waren bei VMware ESX Server und Migration auf Hyper-V. Ne? Ach nee, wir waren bei den Netzwerken. Okay, gut. Ja, MAC-Adress-Pools kann ich mir hier zurechtbauen. Standard-MAC-Adress-Pools für Hyper-V. Kann festlegen, für welche Hostgruppen diese MAC-Adress-Pools angewendet werden und in welchem Bereich die MAC-Adressen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich kann Port-Profile bauen. Port-Profile gibt es ein paar, die sind vordefiniert. Die definieren zum Beispiel hier ein Port-Profil für die Host-Verwaltung. Also Host-Verwaltung heißt Management-Interface, um auf den Hyper-V-Server zuzugreifen. Und dann habe ich hier noch ein paar Tests durchgeführt. Es gibt zum Beispiel hier ein Port-Profil, was ich NVGA-Test genannt habe. Das ist für dieses Netzwerk-Virtualisierungs-Gateway. Hier konfiguriere ich zum Beispiel so einen Lastenausgleichs-Algorithmus. Das ist der, der schlussendlich dann auf den Hyper-V-Servern angewendet wird. Ihr habt wahrscheinlich ja Netzwerk-Teaming im Einsatz auf den Hyper-V-Servern. Idealerweise seit Windows Server 2012 Netzwerk-Teaming mit Windows Server 2012. Das ist korrekt. Oder wer nutzt noch Netzwerk-Teaming vom Hersteller, wenn er Windows Server 2012 Hyper-V hat? Keiner. Wer nutzt überhaupt Netzwerk-Teaming? Feige alle, ne? Gut, also hier konfiguriere ich meine Lastenausgleichsalgorithmen. Address Hash in Windows Server 2012, Hyper-V-Port, wenn ich einen V-Switch durchreiche in die virtuellen Maschinen, dynamisch neuer Netzwerklastenausgleichsverteilungsalgorithmus in Windows Server 2012, R2, schneller, besser, breiter, härter. Okay. Und Host-Standard, wenn ich nicht weiß, was er hat oder was er tun soll, nimmt er das, was da zur Verfügung steht. Das heißt, das konfigurieren wir hier. Konfigurieren dann auch noch Netzwerkstandorte, können Hyper-V-Netzwerk-Virtualisierung für diesen Portprofil aktivieren. Portklassifizierungen selbst, hatte ich gesagt, sind eigentlich nur optische Bezeichner, damit der Administrator, der so eine große Hyper-V-Server-Umgebung verwaltet, besser Übersicht hat über die einzelnen Komponenten. Wenn ich mir das alles zurecht geklickt und konfiguriert habe, kann ich noch logische Netzwerke bauen. Ich habe hier wieder dieses Beispiel NVGAE-Test, mir ein logisches Netzwerk hier gebaut. Das verwendet Hyper-V-Netzwerk-Virtualisierung, hat einen Netzwerkstandort. Dieses Netzwerk ordne ich meiner Hostgruppe NVGAE zu. Damit wird es dann auf diesem Hyper-V-Host, den ich hier entsprechend zur Verfügung gestellt habe, deployed und ich ordne ein IP-Subnetz zu, was da eingerichtet ist. Das ist jetzt auch wieder Hausfrauennetzwerk, also sprich nichts Aufwendiges, was da konfiguriert ist. Wenn ich das alles zusammengeklickt habe, dann baue ich mir meinen logischen Switch. Stellen wir mal einen logischen Switch und da kommen dann ganz viele Texte, die man jetzt hoffentlich auch halbwegs hinten lesen kann, was der macht. Was brauche ich alles als Voraussetzung? Portklassifizierung, Portprofile, einen logischen Switch und danach erstelle ich mir hier an der Stelle den entsprechenden logischen Switch. Klicke mir hier ein bisschen durch die Konfiguration durch. Gebe dem einen Namen, lege fest, welche Hyper-V-Switch-Extensions für den logischen Switch verwendet werden sollen, ob ich ein Uplink-Team hätte oder keinen, nehmen wir mal ein Team, dann kann ich das Port-Profil auswählen, was ich ja vorher schon konfiguriert habe als Uplink-Port-Profil, kann auch Port-Klassifizierungen hier entsprechend mit zuweisen für den entsprechenden Konfigurationseintrag, klick auf Fertigstellen und dann habe ich einen neuen logischen Switch erstellt. Den kann ich jetzt anwenden. Anwenden auf meine Hyper-V-Host.
Das heißt, wenn der jetzt einmal erstellt ist und ich sage, ich möchte das jetzt auf 10 Hyper-V-Hosts anwenden, gehe ich auf den entsprechenden Hyper-V-Host manuell oder per PowerShell, wähle mir die Maschine aus, gehe in die Eigenschaften des Hyper-V-Hosts, gehe auf virtuelle Switcher. Hier sehen wir schon einen Switch, den ich in einem damaligen Beispiel schon mal zugeordnet habe. Hier würde ich jetzt einen neuen virtuellen Switch erstellen. Ich kann einen Standard-Switch erstellen. Das ist der, den ihr auch klassisch über den Hyper-V-Manager erstellen könnt. Das wäre einmal der Standard-Switch. Ich kann aber auch einen logischen Switch erstellen. Bei der Erstellung des logischen Switches kann ich jetzt die auswählen, die ich in der SCVMM-Verwaltungskonsole installiert habe. Wenn ich jetzt da auf OK klicke oder auf Hinzufügen und auf OK, kommt ganz kurz die Meldung. Es kann zu einer Unterbrechung der Netzwerkkonnektivität führen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, taucht ein paar Sekunden später auf jedem Hyper-V-Host, dem man das entsprechend zugeordnet hat, sollte dann eigentlich, wenn wir hier mal reinschauen, hallo, danke, sollte dann hier ein neuer Switch auftauchen. Damit habe ich Compliance-Management einmal zentral vorkonfiguriert am SCVMM, angewendet auf viele Hyper-V-Hosts. Dass das nicht immer funktioniert, habe ich selbst ein paar Mal schon festgestellt. Das waren dann aber mehr so Layer 8-Probleme oder beziehungsweise Layer 1. Layer 8 oder Layer 1 ist da sehr häufig. Ne? Layer 8 war ich und Layer 1 ist das, dass es dann doch nicht so geht, wie man sich dachte, wie es hätte gehen müssen. Ne? Okay. Idealerweise tut man das meiner Erfahrung nach in Umgebungen, die man auch vom Scratch aufgesetzt hat. Ne? In einer schon kompliziert konfigurierten Hyper-V-Umgebung mit vielen virtuellen Netzwerken und Switchen und VLANs und Co. Danach kriege ich über den SCVMM das zu deployen, sollte man sicherlich vorher mal testen. Man kann es tun, aber man muss es nicht unbedingt tun. Gut. So, wie viel habe ich noch? Oh, Stunden. Okay. Netzwerk in 3 Minuten, das kriegen wir hin. Haben wir. Das Bild bitte einprägen, ne? Frage ich nachher nochmal ab. Das kann selbst ich nicht von hier lesen, also von daher kein Problem. Das wäre eines dieser berühmten Poster, die Microsoft hat, wo diese ganzen Netzwerkfunktionalitäten nochmal aufgelistet sind. Ich fand es ganz spaßig. Es braucht man erstmal eine Stunde, bis man sich durchgeklickt hat. Ne? Gut, Storage Management. Wer nutzt überhaupt derzeit den SCVMM in Verbindung mit Storage Management eurer SANs, um über den SCVMM Storage zu provisionieren für neue virtuelle Maschinen? Niemand? Jan macht es bestimmt, oder? Carsten macht es, genau. Richtig. Ihr könnt mehr was für kleine, mittelständische Umgebungen, rein von der logischen, organisatorischen Sache her gedacht, den SCVMM nutzen, um Storage eurer Hersteller da zu integrieren. Das heißt, man kann sogenannte Provider installieren. Es gibt SMIS-Provider, SNP-Provider, hat nichts mit Multiprocessing zu tun, kann man integrieren. Dann kommuniziert der SCVMM mit einem Agent, mit dem SAN. Und das SAN stellt dann optisch in der SCVMM-Konsole die ganzen Loons und das Storage zur Verfügung. Und dann könnt ihr als SCVMM-Administrator bei neuen virtuellen Maschinen dann aus den SAN ein Stück rausschneiden und damit neue virtuelle Maschinen deployen. Das meint der Bereich des Storage-Managements. Das geht für iSCSI, für Fiber Channel oder auch ganz neu für SMB. Das heißt, wenn wir hier in die SCVMM-Konsole gehen, nicht in die SCOM-Konsole, wenn wir in die SCVMM-Konsole gehen, da ist sie. Gehen wir hier in den Bereich des Fabric-Managements auf Storage, klicken auf Speichergeräte hinzufügen. Hier kann ich jetzt einen Windows-basierten Dateiserver hinzufügen, einen der SMB3-File-Shares zur Verfügung stellt. Idealerweise Scale-Out, geht aber auch ohne Scale-Out. Und dann mache ich einen File-Share von irgendeinem Server und dann kann ich diesen File-Share nutzen, um eine virtuelle Maschine zu deployen auf dem File-Share. Mit oder ohne Hochverfügbarkeit, das erstmal dahingestellt. Wenn man echte SAN hat, habe ich SMIS-Provider oder SMP-Provider. Wer in der glücklichen Lage ist, so ein Spielzeug-SAN zu haben wie ich zu Hause, ich habe mir auf dem SCVMM, was nicht offiziell supported ist, einen SMIS-Provider installiert und kann damit mein QNAP integrieren. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Man sieht es jetzt nicht, weil auch das müsste Mama wieder einschalten. Ich habe so eine QNAP TS470 mal geschenkt gekriegt. Na, ich habe sie gekauft.
und die hat einen SMIS-Provider. Das heißt, die 38 Terabyte Storage, die mir zur Verfügung stellt zu Hause, die kann ich jetzt hier in meinem SCVM entsprechend mit einbinden. Wenn ich neue virtuelle Maschinen erstelle, hat sie eine nette iSCSI-Connection mit 83.000 Gigabit und kann dann virtuelle Maschinen über meinen QNAP deployen. Ne? Funktioniert auch ganz gut. So ein Beispiel dafür. Ne? Da wäre jetzt sicherlich High-End sahen irgendwo dahinter. Wenn ich das da entsprechend mit deployed habe, dass da 0 Gigabyte auftauchen, liegt daran, dass er gerade nicht kommunizieren kann, kann ich halt beim Deployen von virtuellen Maschinen das Ganze mit dem Anbieter hier nutzen. Ne? Und mein Dateiserver taucht auch auf. Zeige ich jetzt mal nicht, weil der Domain-Controller läuft in einer virtuellen Maschine, aber der stellt Storage zur Verfügung. Das heißt, ich könnte jetzt quasi aus meiner VADX-Datei meines Domain-Controllers könnte ich jetzt Storage zur Verfügung stellen, um eine neue virtuelle Maschine innerhalb der virtuellen Maschine des virtuellen Storage zu deployen, ne? Was performance-technisch kontraproduktiv wäre, aber technisch müsste es funktionieren. Ne? Okay, das wäre Bereich Storage-Management. Ich muss nicht absolut sputen, ich gehe ganz schnell. Resource-Optimization. Platzierung von Knoten, wenn ein Knoten hoch ausgelastet ist. Geht manuell oder automatisiert? Geht per Live Migration. Per Live Migration werden virtuelle Maschinen von einem Hyper-V Host 4. Okay, werden virtuelle Maschinen von einem Hyper-V Host auf den anderen übertragen und okay, Entschuldigung. Okay, wo war ich? Dynamic Optimizer. Ich zeige es einfach, ohne lange zu labern. Ne? Live Migration kennt jeder. Ihr nutzt dieses Feature wahrscheinlich auf alle Fälle. Sowas kann man auch im SCVMM konfigurieren. Wir gehen zum SCVMM. In die Eigenschaften einer Hostgruppe. Chaka. Gehen hier auf dynamische Optimierung. Jetzt habe ich einen Schieberegler. Wie oft muss man F5 drücken in der SCVMM-Konsole? Der Schieberegler ganz nach oben muss ich oft auf F5 drücken. Dann verschiebt er euch virtuelle Maschine von einem Host auf den anderen relativ schnell. Ihr könnt auch hier festlegen, virtuelle Maschinen automatisch migrieren. Ne? Dann ist es so ein Glücksspiel. Mal guckst du in die Konsole, liegt es auf dem Host, mal liegt es wieder auf dem Host oder mal auf dem anderen. Anhand von diesen Parametern kann man es festlegen. CPU-Last, I.O., RAM und ähnliches. Und ich kann auch, wenn ich möchte, die Energieverwaltungsoption aktivieren. Dann fährt der ein Hyper-V-Host runter, wenn er meint, dass die anderen genug Ressourcen haben, um das zur Verfügung zu stellen. Gut, das Ganze kann man ganz toll in SCOM integrieren. Das zeige ich auch nochmal ein Bild. Wer SCOM im Einsatz hat, SCOM 2012 R2 Rollup 3 führt zu diesem wunderschönen Bild. Man installiert Management Packs auf dem SCVMM-Server, auf den Hyper-V-Host, integriert den SCOM in den SCVMM, dafür gibt es eine Konfiguration und dann habe ich verschiedene Dashboard-Ansichten, ein Virtual Machine Dashboard und ein VMM-Host-Dashboard, was mir anzeigt, welche Server habe ich, wie viele virtuelle Maschinen habe ich, wie geht es den virtuellen Maschinen und welche Gesamtauslastung der Systeme habe ich. Das geht ein bisschen über das hinaus, was ihr von den Monitoring-Funktionen im SCVMM kennt. Man braucht aber einen SCOM und B, jemanden, der sich damit auskennt. Ne? Okay. Jetzt habe ich noch 2 Minuten. Ne? 2 Minuten, dann einmal noch Private Cloud. Einmal muss ich noch eine Private Cloud zeigen, wenn ich das darf. Lass dir Zeit, ich würde sie gehen. Perfekt, danke. So, wir gehen in den SCVMM. Ich habe 3 Clouds gebaut. Eine Cloud, die sich in das Microsoft Azure integriert und so 2 lokal. Ich zeige einfach mal kurz, wie wir eine neue Cloud machen. Wir nennen die Cloud ZIM. Wer soll Cloud-Ressourcen zur Verfügung stellen? Mein super High-End Hyper-V-Server. Welche Netzwerke will ich verwenden in dieser Cloud für die Hyper-V-Server? Welche Lastenausgleichsmodule? Welche VIP-Vorlagen, falls ich Load-Balancing machen will? Port-Klassifizierung? JUP? Was für ein Storage will ich zur Verfügung stellen? Lokalen Storage oder Remote Storage? Remote Storage hier oben wäre übrigens mein Domain-Controller, ne, der ein SMB-File-Share zur Verfügung stellt. Jo, dann kann man in der Cloud auf SCVMM-Bibliotheken zugreifen. Ich möchte, dass die in der Bibliothek auch ISO-Files aus meiner Bibliothek entsprechend nutzen können. Kann auch ein Limit konfigurieren. Was dürfen die maximal in der Cloud? Virtuelle CPUs maximal 10, Speicher unbegrenzt oder auch nicht. Virtual Machines, wie viel darf ein User anlegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter. Wer stellt das zur Verfügung? Ein Hyper-V-Host. Weiter. Fertigstellen. Ja. Zurück, weiter, hinzufügen, ISO, weiter, immer noch nicht? Okay, einmal zurück, rauslöschen, genau. Chip, weiter,
Neue Cloud erstellt. Was habe ich gesagt? 17 Sekunden. Ne? Ein Fehler, der mir passiert ist, waren jetzt ein paar Sekunden mehr. Wie kann ich diese Cloud nutzen? Mit dem System Center App Controller. Früher Self-Service-Portal im SCVMM, jetzt der App Controller. Also ein zusätzliches System Center-Produkt, was ein IIS installiert und eine super tolle grafische Oberfläche zur Verfügung stellt, mit der ich virtuelle Maschinen über SCVMM verwalten, erstellen kann, anhand der Cloud-Konfiguration, mit der ich aber auch Microsoft Azure-Integration habe. Also virtuelle Maschinen, die in Azure laufen. Jetzt hoffen wir, dass mein TMG hier funktioniert, kann ich auch darüber verwalten. Das heißt, wenn wir hier mal hingehen zu dem Self-Service-Portal, so sieht es aus. System Center 2012 R2 App Controller. Hier gibt es meine Clouds. Hier tauchen meine beiden virtuellen Maschinen auf, die ich in Microsoft Azure konfiguriert habe. Hier tauchen jetzt aber auch meine virtuellen Maschinen auf, die hier on-premise laufen. Hier läuft zum Beispiel dieser WS 2012 HV6, der läuft auf dem Hyper-V-Host. Jetzt kann ich hier über diese Konsole, kann ich A, die Maschinen verwalten, eine Verbindung per RDP oder Konsole herstellen. Ich kann aber auch über den System Center App Controller jetzt neue virtuelle Maschinen deployen, basierend auf den Cloud-Kapazitäten, die ich festgelegt habe. Das sind so die Funktionalitäten, die der App Controller hat. Also mehr so ein Endanwender-Utility für den Endanwender und nicht für den Administrator. Ihr macht die Cloud, die User machen den Rest. Gut, dann bin ich fertig. Fragen gibt es keine. Wenn es Fragen gibt, können wir uns die draußen antun. Ich würde schnell abbauen, damit Heike hier loslegen kann. Ich rauche draußen eine. Während ich rauche, können wir uns über die tausende von Fragen unterhalten, was ich alles falsch erzählt habe oder was alles nicht gepasst hat oder warum ihr noch nicht System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 nutzt. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, könnt ihr mich auch kontaktieren. Die Folien werden ja wahrscheinlich wieder, wie immer, bei Ihnen zur Verfügung gestellt. Genau, sonst habe ich auch die aktualisierte Folie ohne Rechtschreibfehler auf meiner Webseite abgelegt. Also da gibt es auch die Foliensammlung, wer die Schlacht sich